Hallo, ich bin Florian Gallenberger. Ich bin ein Filmregisseur, Drehbuchautor. Manchmal bin ich auch ein Filmproduzent. Allerdings jetzt gerade bin ich ein Vorleser, denn ich habe die Ehre, aus Veit Lindaus neuem Buch King is Back euch eine kleine Passage vorzulesen und wenn mir dann auch noch was dazu einfällt, auch noch den einen oder anderen Gedanken mit euch zu teilen. Die Passage, die ich lese, ist aus dem Kapitel Der Polarstern deiner Mission. Der Polarstern ist der hellste Stern im Sternbild des kleinen Bären. Da er sehr stark leuchtet und sich nahe am Nordpol des Himmels befindet, nutzten ihn die alten Seefahrer während der Nächte zur Orientierung, um sich nicht zu verirren. In diesem Kapitel lade ich dich ein, deinen Polarstern zu finden und zu benennen. Vielleicht kennst du ihn auch schon, und es ist ein guter Zeitpunkt, dich wieder an ihn zu erinnern. Wenn du aktiv im Leben stehst, hast du jeden Tag viele Aufgaben zu erfüllen und so manche ungeplante Herausforderung zu bewältigen. Du hast vielleicht einige große und viele kleine Ziele. Eine Flut an Informationen strömt auf dich ein. Die Welt zieht an dir. Du musst so viele Entscheidungen treffen. Durch welche Türe gehst du? Welche lässt du aus? Nur einige wenige Wege führen zu dir selbst, in dein Zuhause, tiefer ins Zentrum deiner Kraft. Doch woher weißt du, was für dich wesentlich ist und was pure Ablenkung? Nicht deine Ziele entfesseln deine volle Power, sondern dein Wofür. Deine Mission ist dein geistiger Polarstern, der dir hilft, alle deine Kräfte in einem Anliegen zu bündeln und deinem Pfad treu zu bleiben. Du bist nicht primär hier, um etwas zu bekommen, sondern um dich zu verschenken und um die Welt schöner zu hinterlassen, als du sie vorgefunden hast. Ja, das ist die Passage. Und ja, ich finde toll, dass Veit ein Buch geschrieben hat, in dem es letztlich um Männlichkeit geht. Das ist ein Thema, was mir immer schon sehr wichtig war. Also zum einen bin ich natürlich ein Mann und ich habe mich auch immer als ein Mann gefühlt. Aber zum anderen, wenn man guckt, wie Männlichkeit heute, aber vor allem schon immer, könnte man sagen, gelebt worden ist, wie Männlichkeit verstanden wird, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, habe ich den Eindruck, dass es eigentlich ziemlich katastrophal ist, dass so viele Kriege, Zerstörung, Leid, Unglück über die Menschen gekommen ist, weil ein Begriff von Männlichkeit existiert, der sich scheinbar nur an Stärke, Dominanz und Unterwerfung des anderen orientiert und von daher meiner Ansicht nach ein krasses Missverständnis, Fehlverständnis ist. Und insofern bin ich Veit dankbar, dass er ein Buch geschrieben hat, was ein Anstoß sein kann an uns, die Männer, unser Verständnis von Männlichkeit zu überprüfen, zu hinterfragen und vielleicht auch in dem Feld dann zu wachsen. Denn selbstverständlich gibt es im Prinzip so viele Männlichkeiten, wie es Männer gibt, denn jeder muss natürlich seine eigene Antwort finden und seine eigene Interpretation der Männlichkeit dann auch leben. Aber trotzdem ist es, glaube ich, für uns als Gruppe, als Gesellschaft unglaublich wichtig, dass wir an dieser Stelle eine Veränderung erzielen. Denn wenn die Männlichkeit aus dem Gleichgewicht ist oder falsch gelebt wird, bringt das alles aus dem Gleichgewicht. Denn Männlichkeit und Weiblichkeit spielen zusammen. Und wenn eins dieser beiden grundlegenden Elemente die Balance verliert, kommt die ganze Balance der Gesellschaft durcheinander. Und man sieht es in den letzten Jahren natürlich, dass diese Themen in den Vordergrund gerückt sind, dass viel passiert, dass viel Bewegung ist. Und insofern finde ich Veits Buch einen tollen Beitrag in diesem Prozess, Anstoß zu geben, Impulse zu setzen und uns zu helfen, vielleicht tiefer zu dringen in unserem Verständnis von uns selbst als Männern. Und konkret zu der Passage, die ich gelesen habe, finde ich interessant, dass Veit darauf hinweist, dass man sich vielleicht angewohnt hat, sich mit seinen Zielen zu identifizieren, mit seinen Zielen zu verbinden und daraus zu glauben, Kraft zu schöpfen. Allerdings, wenn ich mich natürlich mit meinem Ziel verbinde, verbinde ich mich mit einer Projektion, projiziere ich mich selbst in die Zukunft, weil das Ziel liegt in der Zukunft. Und erzeuge dadurch natürlich auch eine Spaltung in mir, also führe weg vom jetzigen Moment und von dem, wo ich gerade bin. Und ich glaube, dass es, um seine eigene Kraft zu entwickeln, viel hilfreicher ist, sich selbst kennenzulernen und zu verstehen, was ist für mich zentral im Leben, was ist
was sind die Werte, was sind die Inhalte, mit denen ich mein Leben verbringen möchte, füllen möchte, für die mein Leben da sein soll. Und dieser Blick auf sich selbst und diese Selbsterkundung ist, glaube ich, viel wertvoller, als dauernd Ziele aufzustellen. Zumal ich in meinem eigenen Leben oft erlebt habe, dass wenn man das Ziel, das immer so wichtig war, mit so großer Verheißung, hat man darauf hingelebt, wenn man das Ziel dann erreicht, merkt man, es war gar nicht so wichtig. Man hat immer geglaubt, unglaubliches Glück und alles Mögliche passiert und man ist ein anderer Mensch, wenn man das Ziel erreicht hat. Und dann hat man es erreicht und es passiert eigentlich gar nichts. Das Leben geht einfach weiter und man merkt, dass es nur die Vorstellung war, nur ja die Fantasie, die man mit dem Ziel verbunden hat, die das so wünschenswert hat erscheinen lassen. In Wirklichkeit war es gar nicht so wichtig oder war es vielleicht sogar gar nicht wichtig. Insofern, vielen Dank, Veit, für die Erinnerung, worauf wir unseren Blick richten können, richten sollten, was uns ein Ansporn sein kann. Und vor allem vielen Dank für dein Buch. Das, glaube ich, wirklich ein sehr hilfreicher, sehr wichtiger, wertvoller Beitrag ist in einer Zeit, wo das Thema Männlichkeit wirklich ein entscheidendes Thema ist, damit wir uns weiterentwickeln können. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, das Buch zu lesen. Und danke fürs Zuhören und tschüss.